Hallöchen und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir uns, ja, ich glaube, so gut wie alles gecraftet, was man hier craften kann. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, legen wir uns gleich erstmal schlafen. Ich möchte sowas nicht rausschneiden. Ich hätte jetzt natürlich auch vorher schlafen können. Aber wenn, dann sollt ihr schon live dabei sein. War dieser Punkt hier schon immer so unscharf? Ich mir mal in den nächsten Folgen angucken. So, 21 Uhr haben wir es. Das heißt, wir schlafen 9 Stündelein, dann haben wir es um 6, naja, machen wir 10 Stündchen. Oder war das richtig? 21 Uhr, 3 Stunden, 0 Uhr? Ja. Ja, war richtig gerechnet. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich könnte auch immer vorher schlafen gehen, dann erst die Folge starten. Aber ganz ehrlich, ich möchte, dass ihr wirklich komplett alles seht, was wir hier machen. Es gibt nun mal auch Stellen, die nicht ganz so spannend sind, wie zum Beispiel schlafen. Es sei denn, man hat einen außergewöhnlichen Traum. Dann kann auch der Schlaf sehr spannend sein. So, 7.10 Uhr und es ist schon ganz schön hell. Und von daher nehme ich euch hier komplett mit, egal was wir machen. Und wehe, ich höre hier Gemecker. So, dann packen wir den ganzen Spaß hier erstmal weg. Hatten wir das jetzt schon? Jo. Wir hatten unsere schöne Rüstung schon weggepackt. Oder ausgerüstet, besser gesagt. Wir haben sie ja zweimal. Ich höre schon wieder Zombies. Ich möchte keine Zombies. Gut, weg, weg, weg. Munition lassen wir, aber wir können mal ein bisschen Schrotmunition gebrauchen. Haben wir keine Schrotmunition mehr? Ach hier. Aber allzu viel haben wir tatsächlich nicht mehr. Ich sollte vielleicht doch wieder mehr auf den Nahkampf gehen. Wir haben in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel rumgeballert. So, noch ein Schlückchen trinken. Obwohl, wir könnten den Zug auch schon mal fahren lassen. Erstmal schön einen fahren lassen und nebenbei trinken. Das ist doch schön. Haben wir 100% Vorwärtsgang. Und los geht's, denn wir fahren jetzt wieder in das letzte Gebiet. Dann schauen wir, ob wir den Hebel dort finden. Und dann könnten wir tatsächlich die Weiche umstellen. Wäre das nicht schön? Und somit kommen wir dann höchstwahrscheinlich in das letzte Dörfchen, was uns das Spiel zu bieten hat. Und gucken wir mal, wie groß das ist, wie viel wir da noch zu looten haben. Und hoffentlich dauert es so lange, bis ein neues Update kommt. Aber ich glaube, früher oder später werden wir wahrscheinlich wirklich am Ende des Spiels ankommen, sodass wir nicht mehr viel machen können. Ausfinden müssen wir aber trotzdem nochmal, was erstens das Geld auf sich hat, ob es überhaupt schon implementiert ist im Spiel, dass wir das benötigen oder ob es erst noch kommt. Und natürlich auch, was wir mit den Wänden anstellen können. Das würde ich sehr, sehr gerne noch herausfinden. Gut, wir essen mal noch ein bisschen was. Wie viel macht das 10? Na, dann können wir uns doch alle reinhauen. Aber es wird auf jeden Fall noch Update kommen. Ich blende euch hier mal was ein. Schaut euch mal die hübsche hier an. Das hat nämlich der gute Entwickler als Umfrage online gestellt. Welcher Style besser gefällt, ob realistisch oder Comic. Ich habe mich für Comic entschieden. Ich haue euch den Link für die Umfrage auch mal in die Beschreibung, falls ihr mit abstimmen wollt. Und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ich meine, der Unterschied ist nicht riesig, der Kopf ist halt ein bisschen größer und so weiter. Aber trotzdem, ich finde das Ganze so im Comic-Stil, wie das hier ist mit den großen Köpfen, das hat schon seinen Charme. Gut, gucken wir mal, wie weit wir sind. Waffe mal noch nachladen. Weiß gar nicht mehr, wie lang der Weg war bis hier hinter. Ah, okay. Und in dem Moment kommt der Ladebildschirm. Also sollten wir schon gut in der Nähe sein. Die Frage, fahre ich den Zug überhaupt hinter? Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir bleiben gleich an der Weiche stehen. Guck mal, hier geht ja noch... Ne, komm, das gucken wir uns mal an hier drüben. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, hier, stopp. Da geht ja noch eine Straße lang. Ist das die von der Tankstelle hinten? Geht die so weit? Ich würde sagen, wir gucken uns das mal kurz an, oder? Pardon, falls wir jetzt... Ach, kein Energy dabei. Ganz schlecht. Ja, pardon, falls wir jetzt hier sinnlos rumlaufen und am Ende nichts kommt, aber... Wenn eine Straße ist, dann gucke ich mir die doch auf jeden Fall auch mal an. Aber ich glaube, die geht da vorne einfach wieder rechts. Und wir kommen wieder bei den Gleisen raus. Da haben wir wieder unser Zuglicht. Ich finde es schön, dass unser Zug uns vermisst. Und uns immer den Weg weisen möchte. Erst die Frage, kommen wir jetzt einfach da vorne raus, wo wir auch mit dem Zug hinkommen würden? Jetzt führt das gerade nur geradeaus. Okay, wir laufen wieder zurück. Pardon. Ich dachte, es geht hier weiter nach links.
in eine komplett andere Richtung. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mit dem Zug erstmal weiter und gucken mal vom Zug aus, ob wir die Straße sehen, wo die hinführt. Bevor wir jetzt hier ewig weit laufen und kommen am Ende genauso bei der Weiche raus und haben keinen Zug. Dann können wir auch gleich mit dem Zug fahren. Na komm, trinken wir noch einen Schluck. Kann er sich in der Zeit ein bisschen verschnaufen. Dann haben wir 92%, was unser Wasser angeht oder unser Durstgefühl. 91%. Hat er schon wieder einen verbraucht und schon wieder einen. Wahnsinn. Der Typ, der muss schwitzen. Das ist Wahnsinn. Muss es gar nicht regnen hier in den Wäldern. Wir laufen einfach einmal durch. Und alles ist genässt. So, okay. Dann weiter geht's. Sorry für den kleinen Ausflug. Aber dann gucke ich doch lieber nochmal. Weil die Straße ging da vorne dann wieder rechts rum. Das heißt, wenn wir hier vorne sind, müssten wir sie ja rein theoretisch wieder sehen. Sehen wir sie? Ja, oder auch nicht. Verdammt. Das sah aber doch so aus, als würde die hier rauskommen. Wir lassen die Straße jetzt mal beiseite. Und fahren das mal hinter, weil ich würde mir das ganz gerne mit der Weiche jetzt langsam mal anschauen. Und ich möchte euch auch nicht langweilen, indem wir die ganze Zeit hier durch den Wald rennen. Das gucken wir uns später auf jeden Fall noch an. Wir werden ja so oder so an den Punkt kommen, an dem es nicht wirklich weitergeht, an dem wir alles erkundet haben. Und wenn das soweit ist, dann machen wir einfach nochmal eine Folge, wo wir hier hinterfahren und uns den Spaß mal noch angucken. Und dann ist das doch auch ganz schön. Aber ich bin so gespannt mit der Weiche, wo es uns hinführen wird, wie groß das Dorf oder die Stadt noch ist, die wir dann entdecken werden. Von daher möchte ich das sehr, sehr gerne erstmal als allererstes erledigen. So, da vorne kommt die Weiche, oder? Ja. Ich bin eine verlassene Bahnhof nähert. Es lohnt sich zu pausieren. Ach nein, wir sind erst beim Bahnhof, Mensch. Sind ja noch gar nicht bei der Weiche. Also Orientierung, ihr habt es in den letzten Folgen schon gemerkt, ist einfach, ist nicht gut. Wäre natürlich die Frage, Moment, Bremsen. Hallo kleiner Zombie. Komm ich hier rüber? Nee, ne? Moment. Ach Mist, wir müssen die Engine noch ausmachen, sonst fährt er dauerhaft weiter. So, ich wollte bloß noch mal gucken, ob eventuell durch das Update die Tankstation vielleicht wieder voll ist. 1930, also auf jeden Fall weniger als beim letzten Mal, da waren es glaube ich 3500. Aber sie ist wieder voll. Das ist doch eine schöne Sache. Wir brauchen es zwar gerade nicht. Ja, wir haben noch genügend. Aber gut zu wissen. Wollte ich bloß mal kurz nachschauen. Sorry für die Unterbrechung. So, wir brauchen schon wieder Essen. Und die leeren Behälter, die werden uns früher oder später mal noch das Genick brechen. Huch. War denn jetzt? War, glaube ich, der Zaun, der uns ein kleines Stück nach hinten gestoßen hat. Ja, weil von den leeren Behältern, da können wir uns wirklich bald bewerfen. Und dann würde ich sagen, fangen wir dann auch langsam mal an, die Schränke etwas zu sortieren. Denn das nervt mich ein wenig, dass hier überall alles verteilt liegt. Wollen wir das schon mal... Ah, wir fangen schon mal an damit. Wir haben ja so oder so eine weite Fahrt vor uns. Also ich würde sagen, Wasser und leere Flaschen nehmen wir jetzt schon mal hier überall raus. Und packen das schon mal hier hinein. So, Wasser und leere Flaschen. Da haben wir es doch. Sehr schön. Dann nehmen wir uns mal Munition hier raus. Gucken wir nochmal. Hier haben wir noch Wasser. Zack. Das war die Tankstelle, die uns das Leben gerettet hat. Und hier noch was. Leere Flaschen haben wir, aber ansonsten nichts. Dann packen wir das doch noch einmal mit hier hinein. So, 64 davon. Kann ich das tauschen, dass ich das oben haben will? Nö, ne? Das heißt, ich muss es rausnehmen, wohl oder übel. So, ich hätte es nämlich ganz gerne nebeneinander. Dann würde ich sagen, wir machen hier leere Flaschen Wasser und Nahrungsmittel rein. Das ist doch ein gutes Fach, also sprich einfach alles, was wir zum Leben benötigen. Packen wir hier hinein. Energies, ja, Energies können wir auch mit reinpacken. Brauchen wir zwar nicht zwingend zum Leben. Lasst mich bloß nochmal kurz nach vorne schauen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier durchbrettern. Und am Ende... volle Kanne in das schöne Gebäude einfahren und dann vielleicht sogar noch sterben. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir da nicht bremsen würden. Ob es automatisch bremst oder ob wir sterben. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Zumindest nicht jetzt.
Denn ich würde ganz gerne das Spiel tatsächlich beenden, ohne einmal gestorben zu sein. Und das sieht ja aktuell sehr, sehr gut aus. So, hier ist die Weiche. Bremsen. Ui, Mensch, das ging aber schnell. Nach dem Ladebildschirm. Okay, also hier fehlt tatsächlich dieser Hebel. Das hätte man sehen können, habe ich aber nicht gesehen. Gut, wir fahren trotzdem weiter. Ist ja doch noch ein ganzes Stück bis dahinter. Also wir müssen nochmal in die ganz, also in die letzte Stadt, die wir hier hatten. Und dort ganz, ganz hinten, wo dieser kleine Supermarkt war. Kurz nachdem unser Charakter gesagt hat, dass das hier das Ende ist an den Zäunen. Genau dort soll nämlich der Hebel versteckt sein. Okay, was haben wir noch? Wir haben Energy, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Und Kartoffeln. Haben wir hier sonst noch was drin? Nö, das ist leer. Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was, hier und hier und auch hier. Also es ist wirklich Wahnsinn, da wird einem erstmal wieder bewusst, wie viel Zeug wir mittlerweile haben, ne? Hühnchen. Hühnchen, ne? Hühnchen meine ich natürlich. So. Dann nochmal schnell, weil ich glaube, wir kommen fast an. Ach, wir sind schon wieder überladen. Ah, ich habe so Angst, da vorne reinzukrachen. Schnell, schnell. Hier, gib das und gib das. Und zack, noch schnell hier rein. Okay, und gucken gehen. Falsche Seite. Oh, Mensch, jetzt hängt doch nicht noch. Okay. Da haben wir doch eigentlich ganz gut abgepasst. Hier vorne kommen die Autos und dahinter kommt dann das schöne Bahnhofsgebäude. Bald werde ich im großen Lager unserer Gruppe kommen. Vielleicht waren sie in der Lage, die Basis zu verteidigen und ich werde dort Zuflucht finden. Mensch, sogar mal richtig übersetzt. Ohne Fehler. Respekt dafür. Ja, wir hätten jetzt natürlich nochmal Weiche umstellen können und ganz rechts fahren, aber ganz ehrlich, was bringt's uns? So, dann mache ich immer ein bisschen Schub runter, mein Freund. Du bist mir etwas zu schnell unterwegs. Ja, wir hätten noch ein Stück vorgekonnt, aber ich bin da einfach viel zu vorsichtig. Gut, aber so passt doch. Da können wir rausspringen und sind gleich hier. Ach nein, jetzt leben die natürlich auch alle wieder. Ach, das habe ich nicht bedacht. Na, das wird ja eine schöne Arbeit, uns hier nochmal durchzukämpfen, weil das waren wirklich nicht wenige. Aber vielleicht haben wir auch Glück. Weil wenn der Loot sich wieder neu verteilt, sobald wir das Gebiet verlassen, dann haben wir wahrscheinlich auch unsere M9 wieder oben, die uns das Update ja geklaut hat. Oder vielleicht wurde sie auch rausgenommen, aber ich glaub's fast nicht. Was wäre der Grund dafür? Ach Mensch, wie viele sind denn hier? Oh, jetzt kommen sie alle. Ist das nicht mal ein geiles Bild hier? Nein, nein, oh nein. Oh. Ich hab ja noch Späße draus. Ach, shit. Ach, du Scheiße. Oh nein, wir werden ja jetzt nicht sterben, oder? Schnellen killen, los. Uiuiui, jetzt hatte ich aber mal ganz kurz etwas Muffensausen. Die Schnellen sind halt nervig. Ne? Ach, wie wir hier einfach durchsetzen können. Ist das nicht geil? Fast mit einer Ladung Schrotflinten, ne? Oder Schrotflintenladung, so rum. Wir sind fast Level 13. So, weiter geht's. War das hier der richtige Weg? Oder ging es hier vorne lang? Ich vergesse es jedes Mal. Ihr lacht euch bestimmt kaputt. Nein, das war der richtige Weg. Ach, wir haben wieder keine Energies einstecken. Verdammt. Okay. Das hat schon gut Schaden genommen hier. Aber unsere Schuhe sind natürlich auch geil. So kommen wir ja jetzt noch schneller voran. Plus die 40 Kilo noch. Und irgendetwas extremst Lautes fährt gerade vor meinem Häuschen. Die Straße entlang. Level up, da haben wir es. Auf Schleichen ist geschissen. Wir nehmen auf jeden Fall Ausdauer. Also die nächsten Punkte gehen alle auf Ausdauer. Aus dem einfachen Grund. Wir können 40 Kilo einstecken haben und wir brauchen auch nicht mehr wirklich so viel Loot. Deswegen. Mensch. Deswegen. Ja, gehen wir jetzt auf Ausdauer, dass wir hier schneller von A nach B kommen. Weil die jetzige Aufgabe ist ja tatsächlich größtenteils
hier noch ein bisschen was zu erkunden. Loot ist ja Nebensache geworden. Oder nebensächlich geworden. So. Ach ja. Ist doch gut. Und du auch. Wahnsinn. Also aus dem Gebiet können wir auf jeden Fall immer wieder raus und reinfahren. So viele Gegner wie hier sind, so könnten wir uns tatsächlich XP-technisch ziemlich hochgrinden. Vielleicht werden wir das auch noch erledigen. So, 28% Essen und wir haben nichts einstecken. Jawohl. Schon wieder in der Situation. Aber wir werden hier vorne beim guten Manfred, dem Busfahrer, bestimmt noch was zu essen finden. Ja, das könnten wir eigentlich tun. Immer wieder mit dem Zug rausfahren und wieder rein. Und dann zack, hier einmal die ganzen Zombies erledigen, weil das sind ja bestimmt, weiß ich nicht, 300, 400 Erfahrungen. Und so könnten wir uns auf jeden Fall XP-technisch hochgrinden, dass wir hier am Ende 800 Kilo tragen können. Dann können wir einmal den kompletten Loot von allen Dörfern hier mitnehmen, ohne zum Zug zurück zu müssen. Das wäre doch geil. Mal gucken. So, ach meine Guten. Jetzt müssen wir uns hier komplett nochmal durchkämpfen. Das war ganz, ganz knapp, aber er hat uns tatsächlich nicht erwischt. So, ich guck mal ganz kurz hier ins Haus rein, damit wir hier noch was zu essen finden. Trinken haben wir ja noch. Ach, hier ist ja auch noch einer drin. Ach, Mist. Ich bin schon gar nicht mehr gewohnt, hier im Nahkampf zu kämpfen. Wir sind so verwöhnt. Ey, komm, hau doch zu. Ach, Mensch. Dann schießt man doch ab. Tut mir leid. Aber das ist einfach die Bequemlichkeit mittlerweile. Wasser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier weniger Loot ist mittlerweile. Ich meine, es war auch viel zu viel. Gar keine Frage. Man sieht es ja an unseren Schränken. Aber ich vermute, seit dem Update wurde hier tatsächlich weniger Loot verteilt in den Räumen und Gebäuden. Zumindest auch was Essen und Trinken angeht. Wäre nicht schlecht. Wir finden nämlich so gut wie gar nichts an Essen und Trinken. Ja, finde ich aber sinnvoll, dass es gemacht wurde. Hallo? Na gut, jetzt haben wir ihn. Gut. Wir laufen doch schon wieder die nächsten. Und bestimmt wieder die auf dem Dach. So, Geld wieder gefunden hier. Ich hätte ganz gern was zu essen. Erst lobe ich hier, dass hier weniger Loot ist und dann wird es uns noch zum Verhängnis. Na Mensch, was machen wir denn jetzt? Bitte essen. Sind die wieder auf dem Dach? Wer hat uns gehört? Klingt so, aber ich sehe keinen auf dem Dach. Aber ich glaube, die waren beim letzten Mal auch auf der anderen Seite. Okay, na gut. So, hier Küche, hier muss doch mal was zu essen sein. Ja, eine Tüte Chips. Und ein Wasser. Energy im Kühlschrank, immer ganz wichtig, schmeckt nur gekühlt. Munition. Ich frage mich trotzdem immer noch, wo das Gewehr sein soll. Wir haben so viel Munition dafür gefunden. Ach ja. So, ich hätte gern noch ein was zu essen, weil die eine Tüte Chips, mit der kommen wir auf jeden Fall nicht weit. Wir sind aber schon wieder fast voll, was den Loot angeht. Ach, come on. Gib mir noch ein was zu essen. Sei so nett. Sind da überall nur Munition. Naja, dann hauen wir uns erstmal das hier rein. Was soll's? Ich mach die mal kurz hier. Oder den. So. Nein, es ging nur hier vorne raus. Na, okay. Gut, wir gehen hier raus, laufen wieder vor und dann wird das Ganze schon passen. 25% ist erstmal in Ordnung. Wir finden ja dann auf dem Weg sicherlich noch was. So, auf geht's. Und wir haben doch Energy gefunden. Dann hauen wir uns gleich mal einen rein, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Denn wir nähern uns schon wieder einem Folgenende. Nein. So. Ach, die ganzen schönen Zombies. Ich hab sie so vermisst. War das nicht schön? Gut, ein Polizeizombie. Den haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Also eigentlich schon auf der Brücke, auf der wir waren.
So, jetzt probieren wir das mit dem nochmal. Ach, Mist. Okay. Ui, was ist denn mit dem? Spooky, spooky. Der Rasen hat Bock auf Dancing. Okay. Ja, ich bin so gefürchtet, dass sogar der Rasen vor mir zittert. Und das ist doch mal ein schöner Satz zu einem Folgenende. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Abo da, würde mich super dolle freuen. Und wenn ihr Bock habt, weiterhin zu sehen, wie solche coolen Zombies Löcher im Bauch kriegen und Köpfe verlieren, dann bleibt dran, morgen 19 Uhr zur nächsten Folge. Macht's gut!